Hallo. Bevor ich zur Main Story komme, muss ich mich heute mal bedanken. Ich habe heute schon vorweihnachtliche Post bekommen. Der Jens hat mir hier einen echten Klassiker geschickt, einen Pfeifentabak mit einer schönen Weihnachtskarte. Lincoln Cavendish. Es ist ein echter Pfeifentabak-Klassiker, der, glaube ich, 1967 als erstes Mal auf den Markt gekommen ist. Ist, glaube ich, in Bremen bei Brinkhauser, wie die Tabakfirma hieß, hergestellt worden. Gibt es immer noch. Ich muss dabei immer an meinen Onkel Arno denken. Ich war passionierter Pfeifenraucher und der hat unter anderem diesen Lincoln geraucht und auch Exklusivtabake. Das waren damals die Groß- und Stanwell natürlich. Das waren die drei großen Pfeifentabake der 60er Jahre. Und weitere Weihnachtsüberraschung hat mich aus der Lüneburger Heide erreicht, ein Care-Paket aus der Lüneburger Heide mit lauter Spezialitäten von dort. Da möchte ich mich herzlich bedanken bei Markus und Oksana. Vielen Dank, habe mich gefreut, dass ihr an mich gedacht habt. Und ich dachte, das war's, aber weit gefehlt. Jetzt zünde ich mal mein Pfeifchen nochmal an. Ich wollte den Tabak natürlich gleich probieren. Ein Burley-lastiger All-Day-Smoke mit gutem Abbrand. Die Pfeife habe ich auch mal geschenkt bekommen. Das ist eine selbstgemachte aus Olivenholz. Ja, machen wir weiter, bevor wir zur Main-Story kommen, zur Hauptgeschichte eigentlich heute. Deswegen sieht er mich auch hier in dem Gebirgsjäger-Outfit. Am Nachmittag war noch was im Briefkasten und zwar. Ich habe vorgestern, oder war es gestern gar, gestern erst, das Video gemacht über die Bialetti, über die italienische legendäre Kaffeezubereitungsmaschine und habe davon erzählt, dass es die auch gibt in einer Alpini-Version. Und da hat mir doch irgend so ein guter Geist schneller, wie man denkt, so ein Teil mit Amazon zukommen lassen. Wenn derjenige das sieht, der soll sich doch mal bei mir melden in einem Kommentar. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich glaube, da mache ich extra mal ein Video, wie ich die Einweihe das erste Mal unter Feuer setze und ausprobiere. Ihr seht hier den Hut mit der Adlerfeder. So sieht das Teil aus. Genial. Schneller als ich gestern dran gedacht und heute ist sie bei mir. Vielen Dank. Aber jetzt kommt die Main Story. Hören wir jetzt mal auf zu rauchen, weil es lenkt euch dann bloß ab und mich auch. Da wechseln wir die Mütze wieder. Und zwar geht es heute um die bekannte bayerische Komikerin und wie soll ich sagen, Partnerin von Karl Valentin. Das ist natürlich den Alten ein Begriff und den ganz Alten sowieso. Also ich zähle mich zu den Alten und zu den ganz Alten. Und es war ein Komikerduo, das in den 20er Jahren das bestbezahlte Komikerduo Deutschlands war, das es überhaupt gegeben hat. Es war also nicht nur bayernweit, sondern deutschlandweit legendär. Und diese Liesel Karlstadt war 10 Jahre jünger als Karl Valentin. Nichtsdestotrotz haben sie, glaube ich, eine Beziehung gehabt. Und Karl Valentin muss nicht ganz leicht gewesen sein als Partner. Er war erstens war er ein chronischer Hypochonder und er hatte auch immer auf der Liesel Karstadt rumgehackt, dass sie ihre Texte konnte und war nicht ganz einfach mit ihm. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt hatten sie 1941 und dann trennten sich ihre Wege. Sie blieben aber ständig in Verbindung, auch brieflich. Und so kam es, dass ums Jahr 1935 Liesel Karlstadt in eine tiefe Krise fiel, einen Selbstmordversuch beging und psychische Probleme hatte, so kann man das heute sagen. 1941 dann hat sich das so weit gesteigert, da hat sie dann einen Urlaub in den Bergen, Tiroler Bergen gemacht, an der Ehrwalder Alm. Also besser gesagt in Ehrwald, am Fuße der Zugspitze auf der österreichischen Seite. Und
Da ist sie auf einer ihrer Wanderungen auf die Gebirgsjäger gestoßen, die da stationiert waren. Und sie wurde eingeladen, weil sie natürlich bekannt war. Ihre Stimme war unverkennbar und sie war einfach Legende damals. So einen Komiker gibt es heute gar nicht, der irgendwo auf der Stufe steht wie Liesel Karstadt und Karl Vanertin, möchte ich sagen. Und die luden sie dann ein auf die Ehrwalder Alm, wo eine Tragtierkompanie stationiert war. Und es hat ihr da so gut gefallen, dass sie sich da einquartiert hat und hat sich mit den Tieren angefreundet. Sie ist mit den Maultieren so gut zu Schuss. Sie haben die so fasziniert und sie hat die Tiere dann gepflegt und wurde dann ehrenhalber vom Kompaniechef zum Hilfstragtierführer ernannt und zum Obergefreiten. Sie blieb ganze 2 Jahre bei den Gebirgsjägern und dort auf Alm und bei ihrer Tätigkeit mit den Mulis ist sie wieder körperlich und geistig genesen. Sie hat es dann inoffiziell noch zum Stabsgefreiten gebracht, das war alles natürlich unter der Hand und ist nie irgendwie an die große Glocke gehängt worden. Und das wollte ich euch heute erzählen, dass die Liesel Karlstadt eigentlich Gebirgsjäger war, Obergefreiter der Gebirgsjäger. Tolle Geschichte, wie ich finde. Es gibt auch ein paar Fotos von ihr bei den Tragtieren und mit dem grauen Hut. So viel heute zu meiner kurzen Geschichte. Das war's. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.